Hallöchen! Heute gibt es wieder mal einen Lesemol von mir, denn ihr habt gesehen, das hat sich wieder ein Stapel Bücher angesammelt und über den möchte ich mit euch reden. In diesem Monat, im Monat Mai, waren es nur 6 Bücher. Das ist für meinen momentanen Schnitt in diesem Jahr relativ schlecht, aber ich möchte euch trotzdem ein bisschen was dazu erzählen. Vielleicht auch ein paar Gründe, warum das so gekommen ist. Und bei mir persönlich hat sich in diesem Monat sehr viel getan und das finde ich sehr schön. Beginnen möchte ich mit Agnes Martine Laurent, Abschiedsküsse zählt man nicht. Das Ganze ist ein Rezensionsexemplar, das ich bekommen habe. Vielen Dank dafür und ich möchte es euch deswegen auch nochmal hier hochhalten, weil ich es natürlich in diesem Monat beendet habe. Ich habe den Vorgänger, das erste Werk der Autorin, Glückliche Menschen küssen, auch im Regen, noch aus dem Buchhandel zu der Zeit, als wir da dieses Leseexemplarregal aussortiert haben, mitgenommen und dachte mir, das wäre ein ganz schönes Buch. Dann habe ich das hier angefragt und habe es auch bekommen. Und als ich das wusste, dass das auf dem Weg zu mir ist, habe ich das hier gelesen. Das hat dann noch ein bisschen auf sich warten lassen, weil mir das erste nicht besonders gut gefallen hat. Mehr zu den beiden Büchern aber in der Rezension dazu, denn ich habe über diese beiden Bücher eine gedreht. Und vorab schon mal, es geht um Diane und die wohnt in Paris, hat ein Café, das nennt sich Glückliche Menschen lesen und trinken Kaffee oder so ähnlich. Genau. Und um ihr Leben, sie hat einen schweren Schicksalsschlag hinter sich, das erfahren wir direkt im ersten Buch über sie. Und dann verfolgen wir quasi ihr Leben mit, beziehungsweise hier geht es dann, glaube ich, sind wir schon 3 Jahre nach dem ganzen Schicksalsschlag, wie es einfach nochmal weitergeht mit ihrer Geschichte. Dann war Zeit für ein dünnes Buch, das mich motiviert, und zwar von Michael Wall, Grundgütiger. Das Ganze habe ich bei irgendjemandem gesehen, ich weiß es leider nicht mehr bei wem, hier auf BookTube, und die Person hat mich angefixt. Ich glaube, es ist sogar jemand, der im Moment keine Videos mehr dreht. Das Ganze ist recht dünn, ich hatte das irgendwie dicke in Erinnerung, habe es bei Rebuy bestellt und ja, fand es ganz spannend, ganz gut gemacht. Und zwar dreht sich hier um Mark, der arbeitet in einem Grand Hotel Seelberg und erlebt so ganz verschiedene Dinge mit diesen Hotelgästen. Und ich finde es immer ganz sympathisch, in seinen Beruf reinzuschnuppern, den man ja nicht so gut kennt, besonders weil er nicht als Hotelfachangestellter, Fachmann, wie auch immer, arbeitet, sondern er arbeitet dort als Sicherheitsmann und ist da auch öfter mal nachts unterwegs im Hotel. Aber auch hilft er mal bei Wegdienst, bei Problemen, bei Rangelei, in der Bar. Ganz verschiedene Geschichten. Ich finde es sehr, sehr locker, sehr leicht, sehr schön geschrieben. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, das zu lesen. Wie gesagt, kein dickes Buch, um die 160 Seiten. Und herrlich unterhaltsam, mal zwischendurch etwas über ja, diese Branche zu erfahren. Dann kommen wir zu einem sehr besonderen Buch. Und zwar William Paul Young, Die Hütte, ein Wochenende mit Gott. Ich muss sagen, ich habe dieses Buch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, denn meine Mutter hat mich darauf angesprochen, ob ich dieses Buch kenne, ob ich das habe, ob ich schon gelesen habe, und zwar aus dem Grund, weil es in die Kinos kam. Ich musste mir sofort daraufhin ein Bild darüber machen, habe es mir gekauft, habe es gelesen. Allerdings kann ich nicht behaupten, verschlungen, denn es ist ein Buch, das wirkt sehr tief und sehr lange nach. Also ich konnte es zumindest nicht besonders schnell lesen. Ich wollte es eigentlich möglichst schnell lesen, um den Film auch sehen zu können, habe dafür aber einfach ja, Zeit gebraucht, um das Ganze zu verdauen, zu verarbeiten. Viele Sätze habe ich doppelt, dreifach gelesen und vieles wirkt auch immer noch in mir nach und vieles möchte ich garantiert auch nochmal erleben oder nochmal nachempfinden, indem ich das garantiert noch mindestens einmal lese. Ja, worum geht's? Also in Max Welt, Mackenzie heißt er mit kompletten Namen, ist erstmal alles in Ordnung bis zu einem bestimmten Erlebnis. Mac fährt also mit seinen 3 Kindern, unter anderem auch der jüngsten Tochter Missy, an einen See, um dort zu campen. Die Zeit verbringt sie sehr schön und es ist eigentlich schon der Aufbruchtag. Die Kinder wollen nochmal auf dem See paddeln. Missy malt gerade am Campingtisch und wird dann
Nein, andersrum. Es passiert etwas, bei dem Mac seine Kinder vom See retten muss. Das heißt, er springt in den See, er ist Rettungsschwimmer und er rettet dort seinen Sohn. Also wirklich auch das Leben, das ist sehr dramatisch, kommt dann zurück und stellt fest, seine jüngste Tochter ist weg, Missy. Sie wird vermisst und alle suchen nach ihr. Recht schnell wird dann klar, dass ein Indiz darauf hinweist, dass das wohl ein Entführer, Serienmörder ist, der schon öfter kleine Kinder in ähnlichem Beuteschema entführt hat und auch ermordet hat. Das Ganze wirft eine große Traurigkeit auf Mac und sein Leben, genauso wie auch auf seine Familie natürlich. Mac steht hier aber im Fokus. Zu Beginn des Buches hier lernen wir das alles noch gar nicht kennen, sondern wir lernen ihn erstmal kennen, wie er alleine zu Hause ist, Post holen möchte, zum Briefkasten geht, dabei ausrutscht, stürzt, sich den Hinterkopf verletzt und mit einem kleinen Brief, einem Zettel, der von Papa, also geschrieben ist, wieder zurückkommt ins Haus. Er weiß dann gar nicht so recht, was er damit anfangen soll, denn auf diesem Brief steht, er möchte sich doch bitte in der Hütte einfinden, denn Papa wartet dort auf ihn. Und Papa ist der Spitzname, den seine Frau Nan für Gott hat. Und Mac hat keine so wundervolle Beziehung mit Gott und keine besondere. Er ist sehr sauer auf ihn, natürlich wegen der Entführung und Ermordung seiner kleinen Tochter. Was wir dann hier drin erleben, ist unfassbar und ich kann das gar nicht alles in Worte fassen oder jetzt hier erzählen. Tatsache ist, dieses Buch ist sehr tiefgreifend, sehr bewegend, sehr eindrucksvoll, sehr stark natürlich in der Konstellation mit Gott, in dem, wie wir oder wie viele Gott wahrnehmen, wie sich das ändern kann, ändern könnte und auch einfach neue Perspektiven, neue Fragen, neue Antworten aufgeworfen werden, die es wirklich einfach mal zu überdenken lohnt. Und mich hat es gepackt. Ich fand es wundervoll. Ich muss auch sagen, auch die Gestaltung hier drauf, ich habe extra nicht das Filmcover gewählt. Ich mag lieber immer andere Covergestaltungen. Ich finde das wundervoll und wie gesagt, ich werde es garantiert noch mehrmals lesen. Der Film hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich habe den dann angeschaut und war ein Stück weit natürlich begeistert, ein Stück weit entsetzt darüber, wie manches anders passiert ist im Film. Aber ich finde, es lohnt beides. Und egal, ob man jetzt besonders gläubig ist oder nicht, die Tatsache an sich, dass man sich einfach mal damit beschäftigt, finde ich sehr spannend und einen Blick wert. Wer sich auf eine Reise mitnehmen lassen möchte, die nicht mit der Frage endet, was ist Leid und warum gibt es das, warum lässt Gott das zu, die aber garantiert mit vielen Fragen und einem zufriedenen in sich wohnen enden kann und das bei mir auch bewirkt hat. Deswegen von mir ein absoluter Buchtipp. Dann habe ich noch ein Hörbuch gehört und zwar hat mich das erst im Mai erreicht von Jana Lukas, Landliebe, ein Rezensionsexemplar. Vielen Dank dafür, ich habe es sehr, sehr gerne gehört, denn es ist gesprochen von Diana Amft und diese 5,5 Stunden waren einfach großartig. In diesem Hörbuch geht es um Ellie und um Tom. Genau, der Winzer Tom. Das Ganze ist ein Stück weit aufgebaut wie Bauer sucht Frau und spielt auch mit den Klischees und diesen Irrsinn zum Teil, der dafür als Reality-Show verkauft wird und Scripted Reality ist, sage ich mal, nur so als Stichwort. Wie diese Protagonisten hier einfach dafür verwendet werden, instrumentalisiert werden, was sie so an angeblichen Vorlieben und Hobbys haben und Interessen und Zielen im Leben. Sehr, sehr unterhaltsam. Ich konnte wunderbar lachen dabei. Es war richtig, richtig schön und ich liebe einfach Diana Amst sowohl als Schauspielerin als auch als Sprecherin. Ich kann euch das einfach nur als zwischendurch unterhaltsame Sommerlektüre bzw. Sommerhörbuch empfehlen. Sehr, sehr schön. Ich mache auch nochmal ein bisschen ausführlicheres Video dazu. Dann habe ich es endlich geschafft, diesen Klopper zu beenden. Harry Potter und der Halbblutprinz von Joanne K. Rowling. Ein Reread, das ich schon im Jahr 2015 gestartet habe. Jetzt endlich mit dem 6. Teil fertig bin und noch ein Teil fehlt. Den werde ich hoffentlich in diesem Jahr auch noch packen. Ja, das Ganze dreht sich um das 6. Jahr von Harry Potter. Ich denke, die meisten wissen, worum das so grob geht. Wir erfahren, was es mit dem Titel, also dem Halbblutprinz, auf sich hat.
beziehungsweise warum der eine Rolle im Zaubertrankbuch spielt, warum Horace Slughorn eine große Rolle in seinen Erinnerungen spielen, auch warum sich hier vorne drauf zumindest Harry und Dumbledore in einer Höhle befinden. Ich finde, eins der zum Teil stellenweise ruhigeren Bücher und durch ganz andere Motivationen getragen, also durch Draco Malfoy und sein Geheimnis, durch den Halbblutprinz eben, der da ganz viel Raum und Gesprächsstoff einnimmt und weniger durch sich verflechtende Geschichten, die am Ende ein großes Ganzes ergeben. Dennoch ein sehr schönes Buch. Ich muss ja gestehen, ich habe die Harry Potter Bände vor Urzeiten natürlich schon mal gelesen und auch öfter mal das Hörbuch gehört oder die Filme gesehen. Dennoch wusste ich über das oder weiß ich im Moment jetzt über den 7. Band am wenigsten und davor wusste ich auch über den 6. Band nur noch sehr, sehr wenig. Deswegen bin ich jetzt umso gespannter, nochmal das Finale zu lesen und mich da nochmal dran erinnern zu können. Das letzte Buch, das ich euch zeigen möchte, ist von Mike Kleiss, Laufwunder, wie sie dein Leben verändern. Das Ganze war ein Rezensionsexemplar und ich muss sagen, ich bin noch relativ zwiegespalten, wie ich es denn finde, aber eigentlich so ganz gut. Also, es dreht sich im Grunde um einen Ratgeber, der verschiedene Themen anspricht, die mit dem Laufen zusammenhängen oder die auch grundsätzlich das Laufen betreffen. Egal, ob es Depressionen, Magersucht, dieser Wettkampfgedanke, der immer mehr entsteht im Sport oder in der Gesellschaft, egal worum es sich da dreht, das wurde alles angesprochen, fand ich angenehm zu lesen, also wirklich sehr angenehm. Allerdings war es mir zu viel Wortwitz. Das heißt, zu Beginn steht in jedem Satz Laufen drin, egal ob es darum geht, dass etwas gut gelaufen ist oder jemand läuft oder man seinen Lebensweg weiterlaufen soll oder um den Lebenslauf. Also für mich war es zu viel Wortwitz, besonders zu Beginn, wurde dann besser, aber ja, ich kann nur sagen, wen das Laufen interessiert, überhaupt so ein bisschen den Blick auf die Gesellschaft, auf bestimmte Themen der Gesellschaft, ist das sehr spannend und unterhaltsam. Ich denke auch, es bewegt einen dazu, mal laufen zu gehen, das für sich vielleicht nochmal auszutesten. Ich werde das garantiert auch nochmal austesten. Wer sich schon mit dem Laufen beschäftigt oder gerne auch Geschichten darüber hören möchte oder lesen möchte, für den könnte das etwas sein. Dann möchte ich zum Schluss auf einen zweiten Film kommen. Der erste Film war schon Die Hütte, auf dem Buch basierend von William Paul Young. Das zweite ist ein Film, den habe ich, ja, ich habe morgens im Radio gehört, es läuft jetzt ein Film nur an dem einen Tag im Kino, beziehungsweise in ausgewählten Kinos, alle um 20 Uhr und man soll doch da reingehen so ungefähr und worum es denn geht. Ich habe das auch sehr spontan gemacht und habe gesagt, oh ja, da will ich rein in den Film. Habe das Hals über Kopf organisiert und bin in den Film reingegangen. Das Ganze dreht sich um Embrace, du bist schön. Hier vorne auch abgebildet mit der wundervollen Taryn Bramford, die das Ganze so ein bisschen angestoßen hat, schon vor mehreren Jahren. Das Ganze wurde auch entwickelt oder mit verwirklicht. Mit Nora Tschirner, die ich sehr, sehr toll finde und sehr bewundernswert. Prinzipiell, ganz grob und platt gesagt, es geht darum, warum Frauen sich so sehen, wie sie sich sehen und warum immer so negativ. Warum führen wir alle einen Kampf gegen unseren Körper? Das ist eine berechtigte Frage, wie ich finde, denn das geht vielen so und bei einigen Dingen, bei denen man sich selber vielleicht denkt, naja, das ist nur bei mir so, geht es auch vielen anderen Menschen so. In dem Fall eben der Fokus auf Frauen gelegt. Ich fand es sehr, sehr schön. Sowohl sehr schön gemacht, ohne den Zeigefinger zu erheben, ohne jemanden irgendwohin drängen zu bringen zu wollen, sondern einfach verschiedene Teile belichtet, verschiedene Aspekte herausgearbeitet, analysiert und es hat mich hinterlassen in meiner Auffassung, dass ich das Gefühl gekriegt habe, okay, eigentlich ist das total absurd. Warum möchte ich unbedingt viel Sport treiben, mich gesund ernähren,
und meine dann irgendwann an einem Punkt angekommen zu sein, der dann fix ist und der dann mich unglaublich glücklich macht. Das funktioniert einfach nicht. Und das ist hier richtig toll dargestellt und ich kann es nur jedem empfehlen, vor allem jeder Frau empfehlen, wenn man sich diesen Film einfach mal anschaut. Und ich finde es sehr wertvoll und sehr wichtig, dass der auch zum Beispiel in die Schulen kommt, denn hier ist zwar der Fokus nur auf die Mädchen und Frauen gelegt, trotzdem denke ich, es ist ein Thema, das uns alle etwas angeht, denn es hat auch etwas mit der Globalisierung und mit den Medien und mit den sozialen Medien und Netzwerken zu tun. Finde ich sehr, sehr wichtig, kann ich euch auch nur als Film empfehlen. So, dann schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr so in diesem Monat gelesen habt. Vielleicht war ja irgendetwas dabei, was ich gelesen habe, was euch auch interessiert hat. Vielleicht sogar auch der Film von Taron Bramford. Würde mich sehr interessieren, falls ihr auch in dem Film wart, wie ihr ihn fandet. Oder auch, falls ihr diesen, ja, ich finde, Spontan-Hype über den Film Die Hütte mitgekriegt habt, ob ihr dann auch in diesen Film gegangen seid. Ich wünsche euch einen schönen Juni. Es ist so richtig Sommer geworden im Mai und meines Empfindens nach muss es gar nicht so heiß sein. Dennoch freue ich mich darüber, dass die Sonne da ist und dass wir wieder auch Zeit draußen verbringen können. Vielleicht auf dem Balkon, auf die Terrasse, an einem See, auf eine Wiese und dort vielleicht die nächsten Geschichten entdecken können und Schätze entdecken. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und tschüss!